Und hier natürlich der riesige Zellenblock. Gibt es hier noch einen Sammelzellenblock für Neuankömmlinge? Yes. Oh, die Map sieht ja schon mal cool aus. Werkstatt, Wäscheraum. Ja. So, herzlich willkommen bei Prison Architect Call of Duty Advanced Warfare. Ja, wünsche ich dir auch, ne? Kanzler, macht einen schönen Tag noch und dir auch einen schönen Abend und so. Danke. Ja, tschüss, Kanzler. Dazwischen brabbeln und ich spiele ja mit Livestream Prison Architect, dann ist jetzt nur Hardcore-Zocken. Und hier im YouTube-Stream hier den Advanced Warfare. Genau. Multiplayer Team Deathmatch. Je nachdem, wie die Aufnahme wird, knallt zur Musik drunter und machst die Stimmen weg, fertig. Oh, mach ein Speed raus, damit die durcheinander gebrabbelt sind, dann wahrscheinlich extremst hoch. Genau, machen wir vierfache Geschwindigkeit. Obwohl, bei COD könnte ich mir die Speed-Variante auch gut vorstellen. Das ist ja so schon schnell genug. Da geht's auch um die Stimmen, ne? Da machen wir eine Slow-Variante draus. Matter von Ikea. Matter. Ja. Ausdrucksweise für Zigeuner, kauf die Matratze. Achso? Oder auf die Matratze. Genau, Matter Binga Bonga. Trennt mir meine Augen direkt. Boah, tot. Guck meinen Schatz eigentlich nur zu. Ist überhaupt nur anwesend, ey? Ja, ich bin da. Guck mal, anderen Schatz. Achso. Das Schatz, wo ich die Nudel benutzen darf. What? Cheater! Das war aber echt krass, wie schnell der war. WTF. Ja, also müssen wir aufpassen mit dem Lester. Was? Wegen Silke Selters? Ach, Quatsch. Ja. Das ist die Kuh, die da steht in unserem Worm spielen, die da an der linken Seite. Achso, ja, dann sag ich doch. Zeig doch eben immer. Wenn du natürlich zwischen den 27. Boah. Kommst. Okay, ich stoppe die Aufnahme. 20. ist mein Schatz nämlich auch da. Warum stoppst du? Du dachtest, ich mache jetzt was Perverses, oder was? Nee, aber weil jetzt krieg ich schon wieder nur noch auf die Fresse, wie du sagst. Alle hat's deaktiviert. Das ist ja los, warum werden die Gefangenen nicht reingeholt? Oh, ich wurde vom Bomber erlegt. Na super. Muss ich nicht verstehen. Was? Was? Warum der hier meine Gefangenen nicht hier rausholt? Das weiß ich nicht. Lol. Ach, jetzt bin ich im anderen Team, deshalb krieg auf den Sack. Der liegt hier in der Ecke und kämmt. Was? Von wo? Bobbidi-bu! Muss ich nochmal neu laden, das stimmt. Ist halt noch Alpha. Aufstieg! Aber jetzt holt die Gefangenen da rein. Wurde schon wieder der nächste getasert. Was taserst du denn da immer rum? Das sind die meine Wärter. Achso. Aufsässige Gefangene kriegen direkt ein Taser-Ding vom Kopf. Ja. Und bei dir sind sie alle aufsässig, oder was? Ja. Provozierst du auch ein bisschen? Das kann ich mir bei dir ja gar nicht vorstellen. Wow, bin ich tot. Och, wo liegt er denn da rum? Gömper. Komm, gerade angekommen, krieg ich eine Bestrafung. Nur, dass mal da ein Wärter hingeht jetzt. Was soll das denn? Ein beenden, Neustart. Ja! Irgendwann. Der messert mich, haut mich frontal um.
runter, ey, wie viel haben wir denn? Ich wollte 21 Uhr offline gehen. Da muss ich meine letzte Antibiotikum-Tablette nehmen, dann bin ich eh nicht mehr zu gebrauchen. Das ja, ist der Unterschied zu sonst. Scheiße, ja, sag ruhig, wenn du nicht spielen willst, mal wieder. Mal wieder. So, werden die jetzt abgeholt. Der Toll. Alter, bin ich schlecht beim Zielen hier, Junge. Macht der denn da? Ist der Panne oder was? Ah, jetzt werden sie abgeholt. Sehr schön. Ja, komm, drehst du dich um, steht er da. Komm, drehst du dich um, ey. Oh, meine Arbeiter, meine Knastis müssen arbeiten. Geld, Geld, Geld. Bumbidi, bumbidi, bum. Da wie die Hühner auf der Stange da. Ha, auch mal ihn im Nahkampf weggekloppt. Uhahaha. Bubbidi boo, bubbidi boo, bubbidi boo. Puh. Das wird ja gerade ein wenig spannend. Wir haben den Vorteil errungen. Das wird heftig. Macht sie fertig. Exporte von letzter Woche. Letzten Tag. $33.742 kassiert. Schön. Ist das ein Hotel oder ein Knast? Die arbeiten da, die machen ja die Nummernschilder und Bretter, also Baumstumpfe in normale Bretter zersägen, das kann ich dann exportieren. Okay. Blutrünstig war ich. Ich muss aber sagen, in der Aufnahme ruckelt es jetzt aber schon ein wenig. Ich muss vielleicht mal den Schatten einen Ticken runtersetzen. Ja. Schatten kann schon sehr viel Performance freigeben. Ja, ja, klar. Ist aber bei dem Spiel brauchen wir es ja nicht so wirklich als beim Autorennen. Sieht es natürlich hübscher aus beim Autorennen und so. Das sind dem meistens Karten eh zwischen Gebäude oder in Gebäude. Brauchst du ja keinen Schatten. Kaum. Also meinst du es mal erste, damit es nicht ruckelt, mal erstmal Schatten, erstmal niedriger machen. Ah, shit. Dann, wenn es drauf ankommt, ziel ich wie eine, keine Ahnung, Valium-Pille. Tote in Haftanstalt, 26 insgesamt, im Gefängnis aus Geflohene bis jetzt 22. Hält sie aber noch in Grenzen. Doppelabschuss, hey! Feindliche Drohne online! Komm mal nochmal eine Razzia. Zigaretten gefunden, schon Drogen, ein Sieg! Eine Bohrmaschine. Sieg! Das Einzige, was ich bei COD immer richtig geil fand, war ja auch die Killcam. Ja. Wie ich jetzt gerade in der Abschusskamera noch den letzten messern wollte, der mir vorher weggeschossen wurde. Wie sie mit dem Sniper? Ja, das Anvisieren, also das an Schultern. Ach so, ja. Du wurdest befördert. So diese Quick, wie nennt man Quick-Shot-Dinger? Also. Quickscope oder was, oder wie? Quickscope, ganz genau. Genau, das meinte ich. Moas, Scharfschützengewehr. Da kriegt man direkt schon Bock auf COD 2. Also generell COD. Hm. Ja, ich gerade auch.
Also ein Spiel lässt sich schnell starten, da brauchst du nicht groß lange einen Server suchen, stundenlang laden, theoretisch. Okay, laden doch vielleicht mal ein bisschen länger, aber... Es ist halt immer gehostete Games. Server, Herrgott. Ja. Da haben sie Hofgang bei mir jetzt. Was für ein Ding? Hofgang. Ach so. Ja, ach, ich wollte ja mein Bierchen aufmachen, fällt mir gerade ein. Ha. Morgen arbeiten? Ja. Schade. Finde ich auch. Ja. Nein, Chef, falls du das siehst, ich komme natürlich gerne arbeiten. Vor allen Dingen für die traumhafte Bezahlung. Jetzt hätte ich wirklich abonniert, ey. Chef von Dahl, du bist ein Arsch, ey. Und sag deiner Frau, die soll mal einen anderen Lippenstift benutzen. Mittlerweile habe ich nämlich einen Regenbogen am Schwanz. Alter, wenn der das sieht, Alter. Ja, bin ich morgen wirklich frei. Ab morgen. Ja, und dann sagt er, ich hab's meiner Frau gesagt, die trägt ab. Jetzt kein Lippenstift mehr. Ich wüsste jetzt nicht mehr, ob sie überhaupt Lippenstift riecht. Hm. Ich weiß es. Oh, krasse Map. Wir haben die Kontrolle. Und wenn du morgen wirklich Kündigung hast, dann falle ich vom Glauben ab. Ja, das kann er sich ja nicht leisten, momentan. Da hat doch schon wieder einer gebuddelt hier, ey. Ui, 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 oh, da bin ich weg. Muss echt sagen, im Moment macht das gerade tierisch Bock. Das ist voll mal Abwechslung. Ja. Bei Battlefield ist nach der Zeit einfach nur Punkte kassieren, dann. Ja, obwohl, ja klar. Obwohl eigentlich hat man ja immer Spaß, wenn man da. Ja, wenn man da Scheiß gebaut hat, klar, aber macht schon. Nur alleine die ganze Zeit ist auch scheiße. Gut, wie gesagt, ist jetzt mal wieder was anderes. Irgendwann sagst du auch wieder. Ja, klar. Aber naja. Das ist bei jedem Spiel so. Eben. Nein! Das könnte ich jetzt immer jeden Tag spielen. Manchmal gibt es auch Tage, wie du schon sagtest, gar keinen Bock auf Zocken. Krass, bei dem habe ich nicht mal geschossen in der Killcam. Und ich dachte, er müsste eigentlich mit umfallen. Hm. Und du hast über 100 Spiele. Ich habe über 100 Spiele, weißt du, dann Tag sagen, da weißt du gar nicht, was ich zocken will. Ne? Das stimmt. Jo. Oh, wo hat der denn gewusst, dass ich komme? Oh, okay, der hat mich ja schon eine Stunde vorher gesehen. Krass. Das ist das Gute an der Killcam. Du kannst ja immer wirklich schön nachverfolgen, was war. Ja. Natürlich der große Vorteil gegen Battlefield. Weil bei dem habe ich mich jetzt auch gerade gefragt, wie konnte der mich sehen? Und dann siehst du das. Ja, der hat mich ja schon eine Stunde beobachtet. Okay. Ja, und das war einfach nur blöd. Aber ich glaube, ich muss zur Aufnahme die Grafik dann doch ein wenig runterschrauben. Das ist krass. Ja. Das sollte ein Kopfschuss gewesen sein, mein Freund. Ich wurde getroffen! Püppüdipüppüdipü. Alter, hole, also, mein Was war denn das für eine Knifte? Voll das Laser hier. Ja, das ist am besten auf Nahkampf, so ein Laserpistole, die ist richtig geil. Aber in dem Sinne. Nahkampf. Ja. So hab ich gemerkt, ich war tot. Instant. Ja. Viele sagen, die ist OP, aber so OP ist die gar nicht, weil Ladezeiten und so ein Kram halt. Boah, dann. Alter, das Ding macht ja instant bist du am Arsch. Schon wieder damit erlegt worden. Kommt auf die Entfernung natürlich an, ne? Wie du damit umgehen kannst. Ja, sicher. Headshot ist Headshot. Nahtod ab.
Abschuss. Aha. Schön. Und trotzdem tot. Wir verlieren diesen Kampf. Hab ich noch ihn mitgenommen? Ja, ich hab noch ihn mitgenommen. Das ist schön. Mein Schatzi, soll man bitte schon mal in Skype online kommen? Weil ich werde da gleich nochmal, ich musste gleich mal was zeigen über Kamera. Weil hat man einen kleinen Schniedel da? Nee, den einzigen Hoden, den ich hab, der ist ein bisschen gewachsen. Und hat mir schöne Haarpracht gekriegt. Einen Irokesenschnitt habe ich da eben immer. Wer ist Domse 05, ey? Möchte mich immer in eine Freundesliste haben? Der kennt dich anscheinend nicht. Ja, bei Skype bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Vor allen Dingen im Gegensatz zu Battlefield ist man hier wirklich ja nur am Rennen. Ja, noch zumindest. Ich sag mal, da kannst du zwar campen, aber es ist nicht so leicht wie bei Battlefield. Ja. Mal ruckzuck ist schon wieder einer von hinten ran, hast du sowieso verkackt. Ja. Aber ist cool, ne? Schatzi, wenn er dann Dezember hier, Ende Dezember seinen PC hat, dann können wir endlich mal hier zeigen, was können wir bei Rapper Elite 3. Am Funzer bei mir dann auch. Das ist natürlich auch ein cooles Spiel zum Stream gerade, ist halt mit dem Internet verbunden und in 2D ist ruckelfrei normalerweise. Oh. Und man kann sehr viel, wenn man mit Community viel schreibt, sehr viel drauf eingehen dann auch. Ich glaube, das werde ich mal morgens ein bisschen zocken, weil es dann ganz chillig, Kaffee trinken. Doppelkill. Doch nicht. Guckt jemand zu oder nicht halt. Ja. Es gibt da sehr viele Tycoon-Fans. Ja. Rollercoaster Tycoon habe ich auch noch auf CD, Tycoon 3. Nicht doch im Chat. Ist doch ruckelfrei, das Tremor nicht hier. Sieht ruckelfrei und wirklich wunderbar. Oh, ich glaube, ich war der Last Kill. Ich glaube, ich war der Last Kill. Oh, deine Runde ist Ende. Ja. Dann werde ich mich dann auch jetzt langsam verabschieden. Oh, und ich war der Last Kill. Ja, das ist ein muted Ende für die Aufnahme. Somit vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Fail. Tschüss. Bis dann.